Hey Martha, wenn du das gerade hörst, du kannst gut backen. Was hat das denn damit zu tun? Keine Ahnung. Was war das? Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Wir haben gerade mal Kommentare gelesen. Und welches Video haben wir uns angeguckt? Das Video mit dem Game Master, wo ich 24 Stunden in der Hüpfburg war. Und da steht bei ganz vielen Kommentaren, dass der Game Master, der Ava, noch einen Zettel auf den Balkon gelegt hat. Wir gucken uns jetzt zusammen die Kommentare mal kurz an und wir schauen, ob das wirklich so ist. Denn das war uns gar nicht aufgefallen. Aber bevor wir jetzt gucken, haben wir wieder eine Challenge. Ich schaffe jetzt 3 Sekunden, den Alarm zu schlagen, die Glocke zu schalten und zu abonnieren. Es geschafft hat. Schreibt, gucken in die Kommentare. Mhm. Ich kann schreiben, mach so ein Emoji in die Kommentare. Das ist eine super Idee. Und du bist ja richtig erkältet, Avi. Du kriegst ja kaum Luft. Wie wird's dir erst gleich gehen, wenn der Game Master vielleicht wieder auftaucht? Schaut mal, das sind die Kommentare, die Ava meint. Und zwar zu dem 24 Stunden Game Master Video. Der Game Master hat einen Zettel hinterlassen. Ich glaube, der Game Master hat einen Zettel auf den Balkon gelegt. Meine Schwester heißt Ava, wie gruselig. Oh je. Da standen noch mehr von diesen Kommentaren, als ich vorhin gelesen habe. Na, jedenfalls wollen wir jetzt mal ganz schnell gucken, ob das denn stimmt. Und ich meine, dass wenn, dann war das hier so um den Dreh. Schaut mal, das stimmt. Ihr hattet recht, der Game Master hat tatsächlich noch einen Brief da draußen liegen lassen. Wir müssen jetzt mal gucken, ob der noch da ist, denn die Hüpfburg ist schon wieder abgebaut. Mhm. Ja, guck mal, ob da noch was auf dem Balkon ist. Und? Deine nächste Challenge ist eine Pancake Art Challenge. Kreiere diese Bilder, gib dir wieder Mühe. Bisher hat ja alles gut geklappt. Wenn mir die Bilder nicht gefallen, wirst du dein blaues Wunder erleben. Der Game Master. Was ist ein blaues Wunder? Dann wird was Schlimmes passieren. Okay, jetzt müssen wir erstmal, weißt du was, wir räumen erstmal im Filmstudio alles zusammen für die Pancake Art Challenge und dann machen wir unten alles so weit fertig, dass wir dann filmen. Ja? Okay, gut, dann auf ins Studio. Ja. Ava? Ja? Guck mal, was da schon steht. Teig. Ich habe noch keinen Teig gemacht für Pfannkuchen. Das war ich nicht. Oh Mann, ist das seltsam. Das warst du, okay? Das war ich nicht. Eisen, unser Pfannkuchen-Ding. Ja. Da. Nimmst du es? Mhm. Dankeschön. Gut, dann einmal auf den Tisch. Wir bereiten alles vor, machen die großen Kameras an und beginnen. Hm? Wir haben es geschafft, alles ist vorbereitet. Also eine Sache wenigstens. Ich zeige euch jetzt aber nochmal. Ja. Muss ich danach die Pfannkuchen essen? Musst du nicht, nee. Ich weiß auch nicht, was mit dem Teig ist. Am besten essen wir die nicht. Okay, also ich zeige euch jetzt nochmal ganz genau die Bilder. Wir sollen also hier ein Fernglas machen, einen Schlüssel. Warum einen Schlüssel? Und die Maske nachkreieren. Okay. Warte mal. Ich bin aufgeregt geworden. Das kann ich schon sagen. Warum? Morgen müssen wir einen Schlüssel finden. Meinst du? Guck mal. Ja. Schlüssel? Der Game Master. Meinst du? Also wenn das wirklich so ist, dann wäre das nicht so gut. Welches möchtest du zuerst machen? Ein Schlüssel. Okay. Ich finde das ja auch bizarr, welche Farben der uns gegeben hat. So viel Schwarz und vor allem so viel Rot. Da ist nur ganz wenig Rot hier auf den Bildern. Ganz, ganz seltsam. Okay, machst du erst die Umrandung vom Schlüssel? Und jetzt musst du noch den Ring drin machen, glaube ich. Okay, und dann malst du es aus und dann versuche ich es auch nochmal, ja? Oh, ich bin so nervös. Ich mehr. Was bedeutet das nur alles? Gut, also ich versuche es auch nochmal. Wenn du gerade hörst, Game Master, Mama meint es. Nein, ich meine das gar nicht so. Also, ich mache jetzt erstmal auch einen Schlüssel. Das ist auf jeden Fall so noch als ich. Ja, ich bin ja schon älter als du. Okay.
Nee. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht, weil ich ja nicht dachte, dass hier unten schon alles steht, wisst ihr? Ich hätte ja nicht ahnen können, dass der Game Master schon vorbereitet hat. Oh, ich dachte, ich müsste nochmal hoch Teig machen. Jetzt verbrennt natürlich hier Avas Schlüssel. Oh Mann. Avi, beeil dich, dein Schlüssel verbrennt! Ich komme! Ich komme! Willst du deinen selbst wenden oder soll ich's machen? Ich kann. Puh, okay. Und zack. Ja, der ist gut geworden. Der ist echt gut geworden. Okay, ja, doch, das ist okay. Das erste schon mal. Willst du den essen? Ich glaube, du kannst den essen, weil hier ist ja noch einer. Mm. Die Maske. Okay, während du isst, bereite ich die Maske vor, ja? Kann ich erst. Okay, dann mach du erst die Maske, dann mache ich eine. Mach sie nicht so groß, dass Beine auch hinpasst, ja? Okay, super. Ich glaube, das war ein bisschen klein. Hä? Okay, mach weiter. Alles gut. Alles, was dunkel ist, musst du erst drauf machen. Ja, gib ihm eine Monobrow. Da freut er sich bestimmt. Okay. Ich kann überhaupt gar nicht lächeln. Normalerweise lächeln wir ja für euch immer und sind voll aufgedreht, aber ich bin irgendwie total fertig mit der Welt gerade. Oh ja, die roten Bäckchen noch. Nicht vergessen. Warum hat der denn so viel Rot mitgegeben? Okay. Kann ich deinen Schlüssel, nicht meinen Schlüssel weiter essen? Na klar, kannst du deinen Schlüssel weiter essen, dass du überhaupt essen kannst. Mm. Okay, das ist ein bisschen schief geworden. Na toll. Ja, hast du mich gerade angestupst? Mm-hmm. Ehrlich? Ehrlich. Hat sich aber so angefühlt. Wie mache ich das denn jetzt mit der Nase? Und dann kommt da der. Ich hab doch gar nicht die Nase bekommen. Hier unten noch. Dein Essen. Nee, den müssen wir lassen. Stell dir mal vor, vielleicht müssen wir den draußen hinlegen oder so. Und der will den abholen zum Gucken. Du weißt doch gar nicht, was der damit vorhat. Warte, ich muss erstmal kurz deinen wenden, bevor der auf der anderen Seite an. Der ist in meinen reingefallen. Oh Mann. Ich wollte ihn. Kann ich deinen wenden? Meiner muss erst fest werden. Okay, aber kann ich danach deinen wenden? Na klar. Wir brauchen dann nur noch mehr Schwarz und Rot. Ja, okay, für die Schrift, da kann ich eh nicht schreiben. Tut mir leid. Hoffentlich schimpft er jetzt nicht. Ist noch nass. Ist noch nass. Ist nass, wirklich? Ja, ein bisschen. Mach ihn gerade kaputt. So, das ist gar nicht so schlecht geworden, finde ich. Heiß! Noch nicht anfassen. Okay. Darf ich meinen doch wenden? Okay. Oh. Meiner sieht aus, als hätte er Sonnenbrand. Und es sieht gar nicht aus wie die Game Master Maske. Wenigstens hat meiner eine Nase. Das ist ja mal mega der Fail. Der Schlüssel, der geht ja wenigstens noch. Der sieht ja einigermaßen schlüsselig aus. Was macht der denn, wenn dem das nicht gefällt? Okay, also die Maske ist jetzt auch fertig. Dann machen wir als nächstes das Fernglas. Soll ich anfangen und du machst dann oder willst du wieder erst machen? Okay. Das ist gar nicht so einfach, so ein Fernglas zu machen, oder? So. Weiß? Kappe ist da reingefallen. Das ist an der Kappe. Okay, na dann mal's mal aus. Ich glaube, ich mache die Umrandungen hier mit Grau, wenn ich das hinkriege. Den ganzen Platz für, um das richtig zu machen. Ich mache jetzt so ein schräges, glaube ich. Gemacht, oder? Noch nicht, mache ich jetzt. Okay, also, wir brauchen jetzt das Weiß. Die Schrift. Okay. Also heute ist nicht meine beste Pancake-Eye-Challenge, die ich jemals abgeliefert habe, muss ich sagen. Das sieht doch am Ende niemals aus wie ein Fernglas, was ich da gemacht habe. Was meint ihr denn, was passiert, wenn der Game Master jetzt nicht zufrieden ist? Wie kann der denn? Meinst du, der ist damit zufrieden? Ja. Doch, bestimmt. Ganz bestimmt.
Also, wisst ihr was? Wir haben so viel Rot. Ich mache damit jetzt lauter Herzen. Nein. Warum denn? Meinst du, der Game Master hat da was dagegen? Quatsch, wir sind doch eh fertig mit unserer Challenge. Ich mache jetzt hier lauter Herzen. Nein, wenn du willst, dass etwas Schlimmes passiert. Aber der hat doch bestimmt mit Absicht mehr Teig gemacht, damit wir mehr Pfannkuchen machen können. Glaube ich nicht. Ich glaube, er will dieses Garten noch benutzen, weil ich hatte eine schöne Familie und will noch ein paar Pfannkuchen machen. Und du meinst, der holt den Teig hier wieder ab für sich selbst? Mhm. Oh oh, jetzt läuft es auch noch da rein. Okay, vielleicht war es doch keine so gute Idee. Guck, auf Zeit zu wenden. Ich glaube auch. Kann ich einmal? Na klar, kannst du okay. Die wenden. Ich mach diese. Ja, hier ja. Und es ist hier, ich glaube, es noch ein bisschen zu nass. Okay. Das ist irgendwie angehangen. Wow. Was ist denn das? Was war das? Hey. Oh mein Gott, was war das? Was war das? Okay. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Denkt dran, der Game Master ist nicht echt. Das ist alles nur gespielt. Aber schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein, um zu sehen. Wir danken euch fürs Zuschauen, würden uns über einen Daumen nach oben freuen und sehen euch dann morgen wieder im nächsten Game Master Video. Ich dachte, wir sind voll weg. Nee, bis zum nächsten Game Master Video. Ciao, ciao. Ihr Lieben.